Hier fahren täglich über 100.000 Fahrzeuge rüber, die A40 Rheinbrücke. In dieser Form wird es sie aber nicht mehr lange geben, denn die Brücke muss weg. Seit 1970 gibt es sie schon. Angedacht waren damals etwa 30.000 Autos, die Brücke täglich überqueren, darunter 11.000 Lkw. Dieser Anstieg blieb nicht ohne Folgen. Die Schäden an der Stahlkonstruktion haben bereits dazu geführt, dass die Fahrstreifen von 3 auf 2 pro Fahrtrichtung reduziert wurden. Bis zum Neubau muss die alte Rheinbrücke aber noch erhalten werden. Die Schrägstreben weisen Risse auf. Das heißt, ihr Tragverhalten ist nicht mehr so, wie das ursprünglich sein sollte. Das müssen wir auffangen, damit die Kragarme, also das, was über den Kasten der Brücke hinausragt, weiterhin tragfähig bleibt. Wir sanieren die beiden Enden dieser Schrägstreben, indem wir dort Konstruktionen anbringen, die in der Lage sind, die Lasten, die durch diese Streben kommen, aufzunehmen und in die Brücke, in den Hohlkasten der Brücke abzuleiten. Und so soll das neue Bauwerk aussehen. 794 Meter lang und 73 hoch. Die Gesamtbreite wird über 67 Meter sein und die Hauptspannweite 380 Meter. Der Autobahnabschnitt wird auch von 6 auf 8 Fahrstreifen erweitert. Hinzu kommen neu gestaltete Rad- und Gehwege seitlich der Fahrbahn. Aufgrund der Größe des Bauwerks ist der Eingriff in Natur und Landschaft und die Belastung auf die Umwelt sehr groß, auch für die Einwohner. In Gesprächen und Workshops konnten sie sich zuvor über das Projekt informieren. Wir müssen natürlich die betroffenen Einwohner, Bewohner auch mitnehmen. Und das ist uns, glaube ich, hier gelungen mit einer sehr guten Öffentlichkeitsbeteiligung. Und wir planen nicht nur für die Straße, sondern auch für die Anwohner. Und das Umfeld ist so gut, dass auch die Anwohner sich sehr produktiv und sehr gut in die Planung integrieren. Sie arbeiten also mit und wir sind froh, dass wir deren Anregungen bekommen. Bis die Anwohner die Umsetzung in der Praxis erleben, dauert es aber noch. Bis 2020 läuft das Genehmigungsverfahren. Erst danach kann die erste Bauphase beginnen. Bis 2023 werden dann der südliche Teil der neuen Rheinbrücke und die Richtungsfahrbahn Dortmund gebaut. Währenddessen läuft der Verkehr über die bestehende Autobahn A40. Damit auch der Schiffsverkehr nicht beeinträchtigt wird, erfolgt die Montage von oben, also mit Hilfe eines Mobilkrans. Die zweite Bauphase erfolgt dann von 2023 bis 2026. Dann werden der nördliche Teil der neuen Rheinbrücke und die Richtungsfahrbahn Venlo gebaut. Der Verkehr läuft dann über die bereits neu gebaute Richtungsfahrbahn Dortmund.